Grüß Gott, meine lieben Leute, zu einem weiteren Video. Heute wieder mit einem Moto-Vlog auf der Super Duke. Wie ihr vielleicht bereits sehen könnt am Navi, hier steht Wien. Und zwar geht es jetzt auf die A2 Richtung Wien. Jetzt dann nochmal Richtung Wiener Neustadt bzw. Neunkirchen. Und noch genauer gesagt nach Glognitz. Da treffen wir uns. Also ich treffe mich heute wieder mit dem Speedy Race und mit zwei Bekannten von ihm, was er gesagt hat. Und so treffen wir uns dort und dann geht es von dort, von Glognitz, weiter Richtung Kalte Kuchel. War voriges Jahr das erste Mal bei der Kalten Kuchel in Niederösterreich und seither dann nicht mehr. Und ja, wir werden oben mit einem kleinen Kressen und ein bisschen herumfahren. Kenne mich dort ja nicht so gut aus, aber der Christian wird sich dann bestimmt auskennen halbwegs. Navi habe ich ja dann auch mit. Also ich bin echt noch gespannt, wie es heute wird. Es sollte eine recht klasse Ausfahrt werden. Das einzige Negative wird die Autobahn sein. Ich wollte aber unbedingt Autobahn fahren, weil sonst brauche ich noch länger rauf, wenn ich alles ohne Autobahn rauf fahre. Das ist dann auch nicht so lustig, wenn man dann die ganzen Feldwege und so alles raufsuchen muss. So, und rauf geht's auf die Autobahn. Wohnmobilheizer sind auch wieder unterwegs. Alter, steig rein ins Gas! Schneiden Viere! Lass doch heute nicht zu viel Zeit, gell, Kollege? Sind wieder die Spezialisten unterwegs? Ja, steig rein, Alter! Alter! Diese LKW rennen da auf der Autobahn, das ist dann immer richtig spannend. Schlaft mein, oder? Also wie immer muss ich auch hier wieder anmerken, dass der KTM-Tacho vorgeht. Also bei 100, bei 150 am Tacho sind es 136 km/h laut GPS. Also es geht schon ziemlich ordentlich vor. Aber ja, also bei 144 stehen jetzt am Tacho 130, ne? Ich bin auch gespannt, ob das Wetter heute auch so schön bleibt. Es schaut echt nämlich nach einem super Wetter aus heute. Ah, da kommt ein Tunnel. So, jetzt bin ich gerade bei Bruck abgefahren. Also Bruck-Semmering. Also Bruck an der Mur und Semmering ist angeschrieben. Das ist ja geile Kurven. Das ist fast wie auf der Rennstrecke. Da ist ja schon Glocken jetzt angeschrieben. Oh, super Aussicht da, cool. Jo, schaut gut aus. So, und davon muss ich jetzt eh gleich abfahren. So, da stehe ich jetzt mal. Ja, jetzt warte ich noch auf die Kollegen. Und dann geht's weiter Richtung Kalte Kuchel. So, also wir haben alle aufgegabelt. Ich war noch schnell tanken. Und jetzt fahren wir weiter. Es geht Richtung Höllental und dann rauf zur Kalten Kuchel. Hinter mir fährt der Speedy Race, das ist der Christian. Dahinter sein Freund, der Josef. Ich glaube Josef heißt er. Also Seppel haben sie zu ihm gesagt. Und ganz hinten der Fredel haben sie zu ihm gesagt. Mit seiner alten Kawasaki ZX9 oder irgend sowas. Habe ich noch gar nie so gesehen. Ja, und zwar haben sie gesagt, ich soll die Gruppe anführen, weil ich mit Navi fahre. Sie kennen die Strecke zwar, aber haben gemeint eventuell, falls da irgendwelche Abbiegungen sind. Und ja, jetzt bin halt ich gleich noch vorgefahren. Das ist so arg, wenn zwei Superdukes direkt hintereinander fahren, wie das brodelt, wenn man da irgendwo durchfährt. Das vibriert teilweise und also klingt fast wie ein Gewitter. Es war irgendein Gewitter im Anmarsch oder so, das klingt richtig geil. So, da geht es jetzt dann gleich ins Höllental rauf. Das war nämlich voriges Jahr auch ein echtes Erlebnis wert. Das ist doch bei Hirschwang, genau, ja. Ah, ich weiß schon wieder, ja. Nein, das ist aber echt eine schöne Klamm da drauf zu. Nur hat leider alles schon viel Motorradfahrer extrem entschärft. Also mit jeder Scheiß, mit ihren depperten 70-Beschränkungen in einer richtig schönen, offenen Straße. Ja.
Aber es ist halt schon viel passiert. Also ich habe vor einigen Fällen halt gelesen, ne? Was sie dort halt umgebracht haben, ne? Auf der Strecke. Und das ist halt das Problem, gell? Und wenn halt genug passiert ist, dann wird die Strecke halt entschärft, gell? Irgendwo eh klar, aber es ist halt immer, die, was sie halbwegs ordentlich aufführen, die werden halt somit halt, ich will nicht sagen schikaniert, aber halt, naja, wohl, eigentlich schon. Aber es ist halt zum Teil auch gefährliche Strecken, muss man auch so sagen. Ich habe da nämlich ein paar richtig heftige Bilder gesehen von Unfällen, was dort passiert ist. Das ist echt nicht lustig, sowas zu sehen. Also, das muss halt echt nicht sein, gell? Den Halbblick da. Echt eine verdammt schöne Klamm. Beim Asphalt bin ich mir halt stellenweise nicht so wirklich sicher. Oh, schaut aber wieder besser aus, der Asphalt. Hinten war da mal für meinen Geschmack fast ein bisschen zu hell. Wunderschönes Wasser, da muss ich mal oben gehen. Da muss ich echt einmal mit dem Auto oder so herfahren. Wieder so ein geiler Einstiegspunkt. Oder so Sand, oder so Stein-Kiesinseln oder sowas. Schaut echt so geil aus. Ölspur kann man immer brauchen. Ne? So, da geht es jetzt links zur Kalten Kuchel. Jo, jetzt sind wir da. Ich bin so deppert. So, jetzt fahren wir da noch weiter raus zu. Jetzt haben wir gerade bei der Kalten Kuchel ordentlich eingemampft, eingefustert. Jetzt bin ich richtig anblatt, es ist richtig schier, dann nachher wieder Motorrad zu fahren. Ja, heute Mittwoch war es recht angenehm dort bei der Kalten Kuchel. War nicht so viel los eigentlich. Einer hat sich schon verabschiedet mit der Kawasaki, der fährt schon nach Hause. Und jetzt sind halt nur mehr wir drei, ne? Also der Christian, ich und der Josef hinten mit seiner, ich glaube, so BMW F800R oder so irgendwie. So, das allererste Mal, dass ich da fahre. Also Richtung Mariazell. Super Duke GT. Das müsste dann der berühmte Ochssattel sein,
scheinbar. Und ein paar echt geile Kurven. Wenn man es fragt, weiß ich nicht, bin ich das erste Mal erst gefahren da, gell? Also generell habe ich lieber, wenn der Asphalt dunkler ist, gell? Aber er schaut trotzdem griffig aus. Soweit ich das beurteilen kann. Aber das ist halt irgendwie immer ein bisschen nervig, wenn da die ganzen Autos aufhalten, wenn die Autofahrer eh sehen, dass wir schneller sind, warum sie uns nicht einfach viel lassen. Wenn ich mit dem Auto fahre und hinten ein bisschen Motorrad fahre, dann lasse ich auch irgendwo vieren. Weil so müssen wir dann nachgurken im Eco-Modus und die Autos können sowieso nicht schneller fahren als das. Von dem her könnten sie uns kein viel lassen auch. Haben wir gewonnen und sie nichts verloren. Ne? Und zwar sind wir, soweit ich das mitgekriegt habe, fahren wir jetzt Richtung Mariazell. Ich bin schon gespannt, ich war noch nie in Mariazell. Ich glaube, ja echt einmal Zeit, dass ich mit der Radern auch mal ein bisschen auskenne. Das Speedy ist ein super Joke, ist auch ziemlich laut. Rät schon ordentlich auf, ja. So soll es sein. Grüß Gott in Mariazell. Ja, servus! Ja, servus. Ich glaube, auf der Stuhne hat man sicher einen guten Grip, gell? Nicht. Alter, was ist denn da los? Wie das eine richtige Touristenabsteige, gell? So schaut sie aus. So Leute, jetzt waren wir in Mariazell, haben wir was getrunken. Und man wird echt an so einem Tag wie heute wird man so richtig durstig. Und jetzt muss der Josef muss noch tanken. Und dann werden wir wieder retour fahren. Fesches Gerät. So, jetzt waren wir noch kurz auf dem Tankstopp. Also der Josef hat tankt. Und ja, jetzt haben wir schon wieder aus Mariazell draußen. Wieder über den Ochsattel, was ich weiß, Richtung Kalte Kuchel. Und von dort dann nach Hause. Also da ist echt wieder so kühl, boah, das ist herrlich. Und da los. Radlversammlung. Schon ziemlich schöne Gegend, da kann man echt nichts sagen. Ne? So Leute, das Video jetzt zum Hocksattel darauf zu, werde ich extra hochladen in einem Pure Riding. Ne? Puh. Ja, das war ziemlich auspowernd, der Kurven. Jetzt haben wir gleich wieder eine kalten Kuchel, von da oben hat man es ja schon gesehen. Ja, die traut den Asphalt da nicht so. Traktionskontrolle hat öfters immer wieder angerissen. Und der helle Asphalt ist halt auch ein bisschen fraglich. Ne? Da 70 gilt für Motorräder. Scheiß Volltrotteln, echt. Und die Autos überholen die da. Ich meine, das ist ja dann richtig grenzscheiße geil, oder? Ich meine, zuerst mit Motorrad fast krallst deine 70 daher, während die Autos überholen. Das ist der größte Schwachsinn überhaupt. Ich meine, ja, es wird genug passiert sein. Das, ja. Aber ein Auto mit einem 100er ist dann für uns sicherer, oder was? Okay, das ist ja alles so. Also eine halbnarische Geschichte. Aber ja, Gesetze, ne?
gemeint. Nicht? Die ganzen Autofahrer, der herzen fast mit einer 100 auf. Das ist eines der ärgsten Stellen da irgendwie. Da ist ein 100er da zwischen den Häusern da durch. Hinter uns fährt die neue Super Duke R. Das Tragfahrlicht ist saugeil. Richtig nice. Das war, glaube ich, das, was wir in Maria Zoll gesehen haben. So, dann machen wir den letzten Tankstopp für heute. Ja, Leute, jetzt haben wir den letzten Tankstopp hinter uns. Jetzt geht es dann wieder in Richtung nach Hause. Geht es dann noch weiter zur Autobahnauffahrt wieder Neustadt. Ja, und dann geht für uns alle die Autobahnheimreise los. Also Sie nach Wien, der Josef und der Christian und ich dann eben wieder Richtung Steiermark. Das Blöde ist jetzt nur, dass ich mir die Unwetterkarten angeschaut habe, weil meine Partnerin schon gesagt hat, also dass bei uns zu Hause ein Wolkenbruch kommen würde. Und ich dann so, was ernsthaft? Weißt du, weil da auf schon im Himmel, da ist strahlenblauer Himmel, richtig warm, es ist echt geiles Wetter. Ja, und dann schaue ich auf die Unwetterkarten. Jo, sind scheinbar wirklich Unwetter im Anmarsch. Ziemlich in der ganzen Steiermark. Violett, also die höchste Stufe einzeichnet. Da habe ich mir jetzt schon gedacht, na hoffentlich erwischt mich der Scheiß nicht. Jetzt ist natürlich meine Sorge schon, dass mich jetzt erwischt. Wenn ich heimfahre, weil ihr wisst ja, Regen mag ich nicht unbedingt. Wenn ich im Regen reinkomme, kann ich auch nichts machen. Aber es interessiert mich einfach nicht von vorn her. Ich meine, es nervt mich dann auch im Regen zu fahren, weil es einfach scheiße ist. Und noch mehr Risiko auf dem Motorrad als wie eh schon, ist auch Blödsinn. Ne? Aber das Blöde ist dann einfach wirklich, weil, weißt du, ein Spike einsaut wie Sau. Ich bin einmal schon in einen richtig heftigen Sturm reinkommen, sogar in ein Gewitter mit dem Stefan damals, also mit dem Celsius Rider. Und das war so eine Arschpartie, weil wir waren beide waschelnass angeflatzt und das Bike hat ausgeschaut, das heißt, dass es ins Gatsch Wasser reingehaut. Und das wieder zum Reinigen, das war eine Arschpartie, weil das kommt überall hin. Und ich bin halt jemand, der hat das Motorrad halt wirklich gern sauber. Und von dem her ist es halt immer eine Scheiße. Aber ich lasse mich überraschen. Mal schauen, ich halte euch dann auf dem Laufenden. Ja, und dann sehen wir uns gleich auf der Autobahn wieder. So, da vorne werden uns wieder unsere Wege trennen. Aber es war ein super Tag heute. Auf der Autobahn auf. Ja, es war heute echt eine super Ausfahrt. Hat wirklich genau passt. Es war zwar, wenn wir irgendwo stehen sind, was extrem heiß, aber wenn man mal gefahren ist, war es richtig, richtig angenehm. War richtig herrlich. Aber ja, der Tag ist leider extrem schnell vergangen und jetzt geht halt wieder nach Hause. Derweil hier schaut das Wetter echt super aus. Ich hoffe, dass halt zu Hause nicht das Unwetter auf mich wartet. Das wäre halt richtig scheiße. Jetzt wäre ich heute mal geschmeidig Richtung Heimat fahren. Und dann werden wir ja sehen. Also wie ihr sehen könnt, trocken bleiben bin ich nicht. Es regnet zwar nicht, aber die Autobahn ist waschenlos. Reicht eh das auch schon, oder? Scheiße. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst dem Video doch gerne einen Like. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Und dann hätte ich gesagt, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Abend. Ciao.